Hallo, guten Abend. Hallo Sema, hallo Songül, hallo, guten Abend. Wie geht's? So, also, die ersten sind schon da und wir machen heute folgendes Thema. Und zwar, ich wollte euch ein bisschen was über die typischen Fehler, die so fast alle Leute machen, erklären. Und das bedeutet, wir gucken uns jetzt ein bisschen an, was macht ihr immer falsch? Hallo Sheila, Servus, guten Abend. So, wie geht's? Also, wir können eigentlich gleich anfangen. Jetzt warten wir noch, bis ein paar Leute kommen. Hallo Bartel, hallo, Servus, guten Abend, hallo, wie geht's? Hallo, Servus. So, jetzt sind schon ganz viele Leute gekommen und jetzt können wir gleich anfangen. Hallo Lolian, Servus, guten Abend. Hallo Mila, hallo Mariam, hallo, guten Abend, wie geht's? So, wir starten. Unser Thema ist heute typische Fehler. Hallo Borak. Und ich habe euch so eine ganz lange Liste vorbereitet und da werden wir uns einige davon aussuchen. Dann hallo Samira, guten Abend, hallo Sena Bibi, guten Abend, wie geht's? Dann Herr Lehrer, wie geht es Ihnen? Ja, alles super, perfekt, ich war heute ein bisschen beschäftigt. Hallo Obal, Servus, hallo Jesina, hallo, guten Abend, hallo Habtom, hallo, hallo No Limit, hallo Fiori, hallo Servus, hallo Samira, alles gut und Berta ist auch da, hallo, guten Abend und Abdelkader, Servus. Also ich hoffe, dass ich heute Abend allen Leuten antworten kann, weil manchmal schreibt ihr so viel, dann schaffe ich es nicht. So, ich gebe euch nochmal den Link zu der Seite, wo ihr dann auch nochmal ganz viele Sachen finden könntet, wenn ihr Lust habt, das anzugucken. Ja, da ist zum Beispiel etwas, ein bisschen Information. Hallo Milli, oh, Povolindu sozusagen. Hallo, Servus, wie geht's? Ja, also unser erstes Thema ist vielleicht das Wort Kuchen. Das ist so euer Lieblingswort und Küche. Hallo Vesna, hallo Amal, Servus. Also es gibt das Wort der Kuchen und es gibt die Küche. Ja? Und da kann man sozusagen so ein bisschen die ersten Fehler entdecken, die ihr immer so macht. Dann hallo Josef, hallo Nazar, hallo Servus, hallo Marcel, Servus. Also wir sagen zum Beispiel, ich bin in der Küche und backe einen Kuchen. Okay, ganz viele von euch verwechseln diese zwei Wörter immer einfach, weil die fast gleich klingen. Hallo Jaliko und hallo IT-Informatiker, Servus, guten Abend. So, wir gucken uns heute so ein bisschen die typischen Fehler von euch an, was ihr so ungefähr jeden Tag schreibt. Ja, ähnliche Wörter, genau, ähnlich, similär, similar. Milli, most common mistakes sozusagen. Hallo, Weilerporn, Servus, guten Abend, wie geht's? Sawadee krap. Hallo, Edo. So, also wir starten damit. Wir haben schon ganz viele. Ich gehe nach draußen. Ist das korrekt? Ja, das ist perfekt. Oder du kannst auch einfach sagen, ich gehe raus. Ich gehe raus, einmal. Ich gehe raus. Ich gehe raus und ich gehe nach draußen. Perfekt. Hallo Ahmed, Servus, guten Abend. Dann Aisha ist auch da. Wie geht's? Ja, alles ist super. So, hier. Ich gehe in die Küche. Ich möchte einen Kuchen backen in der Küche. Ich möchte in der Küche einen Kuchen backen. Ich möchte in der Küche einen Kuchen backen. Und ich koche mir einen Kaffee. Dann beten, bieten, bitten. Genau, richtig. Bitten, bitten. Das letzte ist bitten. Also beten ist das Ding von der Kirche, bieten ist anbieten und bitten ist bitte, bitte, bitte. Also gib mir was. Dann guten Abend, hallo in der Schweiz, hallo, Servus, Saja aus der Schweiz. Dann, ich war heute in der Küche und habe einen Kuchen gebacken mit meiner Schwester und habe mit meiner Schwester einen Kuchen gebacken. Umdrehen und habe mit meiner Schwester einen Kuchen gebacken. Dann IT-Informatiker, ich gehe einen Schritt nach vorne, einen Schritt nach vorne, einen Akkusativ. Dann Samira, ich werde gerne einen Kaffee trinken, ja? Oder ich würde gerne. Dann ich sorge mich um dich, ja? Dann ich möchte einen Kuchen backen in der Küche, ich möchte in der Ku Küche einen Kuchen backen. Hallo Editha, dann kommt der nächste, Nazar, hier zum, nee, für deine neue Wohnung. Und Saranda, hallo, Servus. Dann Samir, hallo, guten Abend. Und Amal, ich habe am Mittwoch viel Essen in der Schule gekocht. Genau. Viel Essen, viel Essen, viel Essen. Das ist das Essen, also viel Essen. Außerdem ist es so nicht zählbar. Dann Edo schreibt hier, meine Hobbs ist Kuchen. Was? Meine Hobby ist Kuchen backen. Dann Saranda, ich komme aus dem Kosovo. Aus dem Kosovo. Aus dem Kosovo. Aus Pristina, aus dem Kosovo. Das ist der Kosovo auf Deutsch, okay? Aus dem Kosovo. Dann, genau, Kiste, Kissen, Küste. Aha, genau, super. Kiste, Kissen, Küste.
Ja, dann vor deine Wohnung, genau. Also ich gehe vor deine Wohnung, aber ich bin vor deiner Wohnung. Ja, also ich gehe vor deine Wohnung, aber ich bin vor deiner Wohnung. Mhm. Dann geht's weiter. Amal schreibt hier, weil das Essen ist. Warum ist das das Essen? Also das ist das Essen. Alle Verben, die zu Nomen werden, sind das. Das Essen, das Trinken, das Schlafen, das Kochen, das Bauen, das Nehmen, immer so. Immer das, Amal. Dann, ich werde einen berühmten Mann, so wie ich werde ein berühmter, ich bin nicht berühmt. Ich bin gar nicht berühmt. Dann Songül. Ich bin in der Küche, ich backe einen Kuchen. Aha, und Ali, ich werde 8 Stunden arbeiten. Genau, großes S und kleines A. Stunden groß und arbeiten klein. Dann Agnes. Hallo, servus. Ich habe vorhin gar nichts gelesen. Wir waren gerade Kaffee trinken und feiern. Dann Mariam, hallo, guten Abend. Und Güler, guten Abend, hallo, servus. Dann kommt Jesina. Ich vermisse meinen Freund. Ich vermisse, Jesina. Vermisse, ups, vermisse. Und dann meinen Freund. Ich gehe vor deine Wohnung. Genau, so. Vor deine Wohnung, nicht vor deiner, vor deine. Aha. Dann, ja genau, IT-Informatik, nicht so bekannt. Dann das nächste ist Samira. Dieser Schuh, dieser Schuh passt mir nicht. Dann Goodness, hallo, servus, good evening. Dann kommt Hanna, hallo, servus und Nancy, guten Abend. Ah, jetzt kommen ganz viele Leute. Fasana, ich bin in der Küche und ich bereite einen Kuchen für meine, nee, ich backe einen Kuchen, ich backe einen Kuchen. Dann ich würde 2000 attraktive, ja, da musst du ein bisschen arbeiten. Dann Narim, guten Abend und Nein schreibt hier, guten Abend, servus und Shams, hallo, servus, guten Abend, ich bin neu hier, willkommen. JSJ, was bist du? Hallo, wie geht es Ihnen? Du bist auch neu. Gleich 2 neue hintereinander. Dann, ich gehe gleich vor die Tür. Aha. Dann Freund, Freud, Fremd. Aha, genau. Und Eden, guten Abend. Mhm. Dann geht's weiter. Ich habe gesagt, viele essen. Nein, Sie haben viel essen. Nein, viel essen, nicht viele essen. Viele Leute essen, aber viel essen gekocht oder so etwas. Okay, so rum einmal. Nicht anders. Okay, verstanden? Das Essen, genau. Und das ist nicht zählbar. Und Suat, hallo, guten Abend. Ich interessiere mich für Deutschübungen zu machen, für viele Übungen. Ich mache viele Übungen. So, ja genau, IT-Informatiker, genau. Viele Übungen, weil die kann man nämlich zählen, Suat. Perfekt, super. Viele Übungen. Dann kommt der nächste, Jesina. Ich habe Berufserfahrung. Hallo, Kibron. Beruf, oh Gott. Beruf, ah, also auch so etwas. Beruf und Prüfung, das sind 2 Wörter, die muss man ein bisschen unterschiedlich aussprechen, sonst geht's nicht. Ich gehe in die Ecke, aha. Dann Samira schreibt hier, ich bin ins Schlafzimmer gegangen, Kibram. Was bedeutet Griff? Also Griff ist zum Beispiel so an der Tür, kennst du das, Kibram? Die Tür hat einen Griff, oder wie nimmst du es? Griff, kannst du auch sagen, ein fester Griff. Mhm. Aber an der Tür ist das normalerweise die Türklinke. Dann Hati, hallo, servus, guten Abend. Dann kommt der nächste hier. Ich habe heute viel Sport gemacht. Aha, und Amal, aber warum viel Essen? Weil wir sagen, das Essen. Ich habe viel Essen gekocht. Also das Essen, und das ist nicht zählbar. Amal, du sagst nicht 1, 2, 3, 4, 5. Du sagst, ich habe zum Beispiel 3 Schnitzel gekocht, die kannst du zählen. Oder 20 Nudeln, also ein bisschen Nonsens, aber so. Aber zum Beispiel, du sagst, ich habe Reis gekocht, Essen gekocht, solche Dinge. Die kann man nicht 1, 2, 3 zählen, okay? Verstanden? Ich habe viel Geld, aber 10 Euro. Okay? Verstanden? Dann geht's weiter. Hier, ich warte auf dich. Dann, Habdom, was ist das da? Übung macht den Meister, genau. Dann kann ich sagen, ich habe einen fremden Freund und keinen Freund im Leben, der keine Freude im Leben hat. Ja, das klingt ein bisschen komisch, der keine Freude im Leben hat. Das klingt ein bisschen literarisch, Millie. Hm? Dann, ich gehe gleich vor die Tür. Aha, dann kommt das nächste Songül. Was ist das da? Aisha schreibt hier. Ich vermisse meine Mutter sehr, weil sie in unserer Heimat geblieben ist. Aha, und Nella, guten Abend, hallo. Und Hanna, hallo, guten Abend. Hallo Jamila, guten Abend. Ah, jetzt kommen ein paar neue Leute. Dann, ich würde ans Meer gehen und ich war am Meer. Und dann schreibt Burak als nächstes.
Wenn man fragt, wie kann man sich gesund ernähren, dann sage ich, du musst Fast Food aufhören. Du musst mit Fast Food aufhören. Mit Fast Food. Aha. Dann, was ist das Thema? Typische Fehler. Dann kommt als nächstes Stuart. Dankeschön, kein Problem. Und Isolde, was ist das Thema? Er geht ans Meer, genau, Fasana. Und Ahmed, hallo alle zusammen, hallo, Servus. Dann kommt der Nächste hier. Was ist das? Als Samira schreibt hier, jetzt ein bisschen viel auf einmal. Hallo Norhan, Servus und hallo Wail, alles gut. Dann hallo Kekil, Servus und Rania, auch guten Abend. Dann Jesina, was ist das hier? Ich rede mit meinem Nachbarn. Aha, dann kommt Marisha. Ich werde gerne morgen einen Kuchen backen. Ich würde sie gerne einladen. Aha, und Semishat hier, hallo, Servus und Mariam. Das schöne Haus, das ich kaufen will, liegt gegenüber deiner Schule. Genau. Aha, hallo, Anja. Und Simsam ist auch da. Hallo, guten Abend. Dann Isolde, okay, danke. Dann hallo, mir geht's gut und Ihnen? Ja, perfekt und goodness. Ich bin lange hier in Deutschland, das ist super. So, und jetzt üben wir mal was Neues. Jetzt machen wir solche Dinge wie, er ist in der Ecke, ja genau, er ist in der Ecke, er steht in der Ecke. Keine Ahnung warum, aber er muss in der Ecke stehen. Ja, kein Problem, alles gut. So, mir ist, kennt ihr diesen Ausdruck? Zum Beispiel, mir ist heiß, mir ist kalt, mir ist schlecht, mir ist irgendwas. Hallo Soltek, Servus, guten Abend und hallo Dima. Dann Mariam schreibt hier, ich war gestern in der Küche, ich habe zum ersten Mal einen leckeren Kuchen gemacht. Ha? Gebacken. Hallo Richard. Gebacken. Nicht gemacht, also Kuchen machen ist okay, aber Kuchen backen ist besser. Dann ein typischer Fehler meinerseits ein Wort, ist die ständige Selbstbedienung im öffentlichen Raum. Ha? Okay, dann Jakobo, hallo, Servus. Dann Burak, mir ist langweilig. Genau, das ist super. Mir ist langweilig. Dann, ich wurde gestern geimpft. Aha, okay. Scheint ja dann nicht so gefährlich zu sein. Dann, wie alle jetzt Panik schieben. Dann, lange nicht mehr hierher gekommen. Ja, dann bist du hier wieder willkommen. Dann, Milli, was bedeutet Underdog-Serie? Unbekannt, oder? Unbekannte Serie. Dann, Esther schreibt hier, können Sie bitte mal, heißt ein guter Lehrer, weil ich, was Kutschkim, was ist denn das da? Weil ich finde, Sie sind der beste Lehrer. Oh, Dankeschön. Dann Esther, hallo, Servus, woher kommst du denn? Dann mir ist langweilig, genau. Dann mir ist kalt, ha, super. Dann Mudra, bei mir ist es immer schlecht, ist das Wetter immer schlecht. Dann meine Ausweise sind abgelaufen oder mein Ausweis ist abgelaufen. Mein Ausweis ist abgelaufen. Dann komm Shams, ich möchte Deutsch lernen. Wie kann ich Sie kontaktieren? Hier, hat sie nur A1? Ich bin nicht in Deutschland, bitte. Ah, wo bist du denn, Shams? Also, wo bist du? Dann, mir ist glücklich oder ich bin glücklich. Aha, ich bin glücklich. Dann, Born Masken, hallo, Servus. Ich bin glücklich, nicht mir ist. Dann, hallo, guten Abend. Dann, also ihr kennt sicher dieses mir ist heiß Problem immer. Dann, mir ist übel, genau. Margoschata, bist du im Chat? Ich glaube, die ist heute noch nicht da. Kommt bestimmt noch später. Dann Jesina schreibt hier, ich koche oft, ich mache Salat. Salat kann man nicht kochen, weil sonst ist der Salat kaputt. Dann ist er nur noch so ein vergammeltes Gemüse in der Suppe. Dann das Nächste. Hier, was ist das da? Mir ist beschien müde. Ich bin ein bisschen, Bomask. Ich bin müde. Ich bin müde. Mir ist schlecht, aber ich bin müde. Dieses mir ist es ein bisschen so wie für mich, okay? So, dann geht's weiter hier. Das Nächste hier. Josef, ich spiele Fußball, obwohl ich müde bin. Dann kommt das Nächste, Olucci. Hallo, guten Abend, Servus. Dann typische Fehler. Was ist das? Ich bin heiß anstatt... Ja, nein, beide nicht. Beide. Milli, beide nicht benutzen. Du sagst, mir ist warm, mir ist heiß, okay? Nicht mit ist sagen. Dann Rania, hallo, Servus. Und Burak, ich bin... Ja, Burak, das sollst du nicht sagen, okay? Dann das Nächste. Blau machen. Nicht einen, blau machen.
blau machen, einfach so, ohne einen, dein Goodness. Heute ist mein Geburtstag, ja, dann alles Gute. Dann das Nächste. Ich stelle die Tasse auf den Tisch. Dann kommt das Nächste hier. Oh, was ist denn das da? Hallo, Sheikhmus, Servus. Dann Shams, ich komme aus dem Libanon. Ah, du bist aus dem Libanon. Und wo bist du jetzt, Shams? Bist du im Libanon oder wo bist du denn? Dann, ich bin hundemüde. Hundemüde, ein Wort und Adjektiv. Dann, ich möchte endlich gut Deutsch sprechen und verstehen, Edita. Ja, dann mach mit uns mit. Dann, ich bin gerade auf YouTube surfen und lerne Deutsch bei Long. Oh, cool, danke, Marisha. Super, perfekt. Dann, Sheikhmus, hallo. Und Gayan, hallo, servus, guten Abend. Und Margoshata ist auch da. Hallo, hallo, Bualem. Hallo, Nasrin. Hallo, servus. Und Semi schreibt mir hier. Ich mag Spontanität. Ich mag Spontanität nicht auf. Dann, ich bin... Dann, was ist denn das da? Hallo? Und Amal, ich habe den Unterschied zwischen viel und viele verstanden. Verstanden. Also zum Beispiel, Amal, du sagst immer, ich trinke viel Wasser, ich trinke wenig Wasser. Aber ich habe viele Freunde und ich habe keine Freunde. Okay, sowas. Dann, man kann eigentlich Salat kochen, wenn man Chinakohl kannst du kochen, aber so einen normalen deutschen grünen Salat, wenn du den kochst, dann sieht er aus wie so ein Waschlappen. Kann man schon, aber muss man ein bisschen aufpassen. Nicht jeden Typ von Salat kannst du kochen. Dann das nächste hier. Hier, der Hund, also ich mache das auch manchmal, aber es kommt auf den Typ von Salat an. Dann das nächste. Der Hund von meiner Freundin heult immer. Ah, heult immer, heult immer, heult immer. Dann, ich liebe die Leute, die ein gutes Herz haben. Ich auch. Dann kommt, ich bin todmüde. Ja, genau, Marcel, super. Dann Hasaragi, hallo, servus, guten Abend. Dann das nächste hier, Jesina, ich versuche eine, oder? Nee, ich suche, Jesina, ich suche. Ich suche einen Ausbildungsplatz. Ich versuche, ihn zu bekommen. Ja, dann kommt der nächste, Amal, Tamam, also Tamam ist okay, dann mir geht's gut, aha, dann das nächste, Shams, Entschuldigung, ich verstehe nicht, was sie mich gefragt hat, dann Kibram, ich habe einen Fehler gemacht, aber wieso haben sie mich falsch gemacht, habe sie mich alle falsch machen gedacht? Ich habe einen Fehler gemacht, aber warum denken Sie, dass ich alles falsch gemacht habe? So rum. Dann, mir ist langweilig, denn ich muss, was denn muss, wir bleiben, denn wir müssen zu Hause bleiben, Hiliam. Denn wir müssen zu Hause bleiben. Mhm. Dann, Farhan schreibt hier, ich brauche. Wieder Einprüfung. Dann gibt es eine Kochschule. Was gibt es? Kochschule. Kochschule mit L gibt es vielleicht, ja. Also Kochkurs, aber nicht Kochschule. Dann ich habe einen Job, okay. Und Sie haben, wenn ich nochmal ein Kind wäre, würde ich viele Sprachen lernen. Genau. Sprachen, großes S, Sie haben. Dann mir ist schwindelig. Aha. Hallo Marek, dann vor allem bevorzuge ich spannende Thriller. Aha, dann geht's weiter. Habtom schreibt hier. Ich bin heute glücklich, weil meine Arbeit früh wegen Corona zugemacht hat und jetzt ist es geöffnet. Ah, meine Arbeit geschlossen hatte, aber sie jetzt geöffnet ist. Habtom, was arbeitest du? Dann ich bin im Eimer. Ich bin im Eimer, nicht eimermüde. Dann kommt das nächste hier. Ich achte darauf, die Konflikte zu vermeiden. Und Ibrahim schreibt hier, ich möchte sehr gut Deutsch sprechen, aber ich bin 40 Jahre alt. Ja, das macht nichts. Man ist nie zu alt. Man kann immer lernen. Dann, was? Nicht Kochschule, sondern Kochschuhe. Aber Kochschuhe kenne ich gar nicht. Vielleicht gibt es sowas, aber ich habe keine Kochschuhe. Dann das nächste hier. Das ist natürlich schwierig im Moment im Lockdown, aber ich halte Kontakt zu Freunden. Ja, genau. Perfekt. Und Nancy, am 10. April mache ich einen Test. Aha. Dann guten Abend. Hallo, ich grüße Sie. Hallo, Julia. Julia. Dann geht's weiter. Also ich kopiere euch mal nochmal den Link rein. Da findet ihr dann noch mehr Infos.
Dann kommt als nächstes Boamask. Was ist das hier? Wenn ich meine B1-Prüfung bestehe, bekomme ich ein Zertifikat. Bekomme ich ein Zertifikat, das ist Neutrum. Dann mir ist heiß geworden, Komma, wenn ich, nee, mir wird heiß, wenn ich joggen gehe. Oder mir ist heiß geworden, als ich joggen gegangen bin. Richard, nicht mischen. Dann Amal, aha. Dann Sibel, hallo, servus, guten Abend. Dann Fasana schreibt hier, ich bedanke mich für Ihre Hilfe, Ihre Hilfe, Ihre Hilfe, Hilfe mit I, Hilfe. Dann, dass Sie zu viel Deutschland, dass ich zu viel Deutschland, na, zu viel Deutsch gibt es nie, Fasana, viel. Dann Kibram, ich habe einen Fehler gemacht, aber warum haben Sie gedacht, dass ich alles falsch gemacht habe? Ah, fast richtig, also. Einen Fehler, Kibram. Ha? Aber warum haben Sie gedacht, dass ich alles falsch gemacht ohne E habe? Verstehst du das? Dann, ich passe auf, die gesund, auf das Gesunde. Nee. Ah, ich passe darauf auf, ungesundes Essen zu vermeiden. Ha? Oder auf ungesundes Essen zu verzichten. Und Gulka, hallo, servus. Dann geht's weiter. Ich habe eine Flasche Bier getrunken. Aha. Und Farhan, ich bin heute glücklich, weil ich Geburtstag habe. Oh, cool, alles Gute, Farhan. Dann, ich will Kontakt mit meiner Nachbarin machen, damit ich gut Deutsch sprechen kann. Aber jetzt ist Lockdown und ich habe große Probleme damit. Ja, dann musst du mit uns üben hier. Dann kommt der Nächste hier. Was ist das da? Hallo, Biljana, guten Abend. Und Nancy, hallo. Dann, was bedeutet erfolgreich geworden? He has become successful, zum Beispiel. Dann Brandvera schreibt hier, hallo, guten Abend, wie geht's? Und Wail schreibt hier auch, besser einen Spatz auf der, in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Ja, genau. Und Julia oder Julia, ich habe mich neulich abonniert. Ich habe dich neulich abonniert. Mir gefällt es hier. Ich habe dich abonniert, nicht mich. Saboné, sprichst du Französisch, oder? Dann das Nächste. Könnten Sie mir bitte einen Gefallen tun? Ja, genau, Burak. Es ist schwer, eine Entscheidung zu treffen. Aha, und Schismat schreibt hier. Bla, 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 bla. Wo war das denn gerade? Ich habe 3 Jahre Deutsch gelernt. Aha, und IT-Informatiker. Insofern, morgen habe ich einen Termin. Nee, morgen habe ich einen Termin beim Arzt. Punkt. Dann Olo, oder Siam schreibt hier. Was ist das hier? Morgen habe ich eine Prüfung, trotzdem will ich einen Film ansehen. Aha. Und Marcel schreibt hier, Marek, in welcher Stadt lebst du? Aha. Dann geht's weiter, Rania. Auf dem Spielplatz, manchmal auch in der Schule, oder? Ja, manchmal auch in der Schule. Was? Spielen die Kinder oder so vielleicht? Dann Miller, ich möchte sehr gut Deutsch sprechen. Oh Leute, jetzt muss ich mal schnell einen Schluck Wasser trinken. Beziehungsweise Kaffee. Mm. Sonst kann man überhaupt nicht mehr sprechen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Dann, so. Dann jetzt geht's weiter. Also, sorry. Dann, sorry, ich habe mich vertippt. Aha, kein Problem. Dann einmal, genau. Dann, Herr Lehrer, was ist meine Schnauze voll? Ah, es ist genug. Ich habe die Schnauze voll. Es reicht. Genug. Dann Harriet, hallo, servus, und Jessina, ich habe keine Arbeit wegen Corona. Keine. Na, die Arbeit kommt schon wieder. Da sehen wir das mal alles ein bisschen positiv, Jessina. Dann Gulka schreibt hier, mein Hund hat, bla bla bla, hat am 8.4.2021 Geburtstag. Aha. Dann mir ist, nee, meine Füße sind kalt, Kekel, oder mir ist an den Füßen kalt, so kannst du es auch sagen. Wie hältst du dich glücklich? Aha. Dann kommt, Boamask ist mein Künstlername. Ich heiße Khalid und ich hätte gerne gut Deutsch. Ich würde gerne gut Deutsch sprechen, Khalid. Ich würde gerne gut Deutsch sprechen. Ich würde gerne gut Deutsch sprechen. Dann kommt als Nächstes Vesna. Könnten Sie mir bitte Ihren Bleistift geben? Aha. Dann, was ist denn das da? Ja, ich bin auf 180, aber 180, ich bin auf 180, heißt, du bist super sauer. 180 Grad, so. Dann das Nächste. Elsa, am Sonntag schlafe ich lange, zuerst frühstücke ich, danach besuche ich meine Familie.
Ja, ich mag Spaghetti. Rani, einfach so, ich mag Spaghetti oder ich esse gerne Spaghetti. Dann IT-Informatiker, ich setze mich in der Nacht an den Schreibtisch und esse einen Nachtisch. Ja, super. Dann sehr ungesund. Dann, warum sagen wir zur Schule gehen, obwohl es eine Bewegung... Ach so, aber das ist beides. Also du kannst sagen, ich gehe in die Schule, dann ist es die Tür öffnen und rein, Wail. Oder ich gehe zur Schule, dann ist es die Institution oder die Richtung, okay? Beides ist richtig. Aha. Dann kommt das nächste. Gerjan schreibt hier, ich muss wegen der Deutschprüfung noch viel lernen. Aha. Genau, dann, was bedeutet theoretisch? Das Gegenteil von praktisch. Dann, Wessner, morgen habe ich einen Termin beim Friseur. Super, Wessner, super. Also morgen habe ich einen Termin beim Friseur. Du kannst auch sagen, einen Friseurtermin. Dann kommt Richard. Hier, mir ist heiß geworden, genau, als ich joggen gegangen bin. Aha. Oder mir ist heiß geworden, als ich joggen gegangen bin. Genau, als ich joggen war. Also nochmal, Richard. Mir ist heiß geworden, wenn ich joggen bin. Das klingt komisch, weil du hast zwei Zeiten durcheinander. Mir ist heiß, wenn ich joggen bin. Mir ist heiß geworden, als ich joggen gegangen bin. Okay, verstanden, Richard? Der erste ist komisch, der zweite ist total perfekt. Dann Siham schreibt hier, wir könnten am Montag gemeinsam einkaufen gehen. Aha, und so geht es wieder weg. Dann Julia schreibt hier, oder Julia, blopp. Blop, 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 blop. Jetzt waren ein bisschen viele. Ah, hier. Ich finde es toll, dass Sie hier auf alle Kommentare antworten. Na, ich versuche das zumindest mal. Also, das geht nicht bei allen. Dann, Letina, guten Abend. Dann kommt das nächste. Vor 130 Jahren hatte ich 100 Schweine. Schweine, Schweine mit E. Dann, Habtom, meine Kollegin ist mir... Was? Ah, sowas darf man nicht sagen. Dann in meiner Heimat habe ich mein Abitur erfolgreich abgeschlossen. Dann was ist das? Blablabla. Du bist bestimmt dazugekommen. Was? Zugekommen? Genommen. Du hast bestimmt zugenommen. Hm. Was ist das für eine Diskussion? Verstanden, denke ich. Ah, okay. Dann ist es gut. Okay, dann kommt der nächste, Marcel. Ich möchte deutscher Staatsbürger werden. Aha. Ich möchte deutscher Staatsbürger werden. Dann SK, ich lerne Deutsch. Mir soll B1, aber Deutschsprachen ist sehr schwer. Ah, okay. Ich möchte Deutsch sprechen, aber es ist sehr schwer. Dann, ich habe einen Frühjoghurt gegessen. Was? Einen Frühjoghurt? Was ist denn das? Ein Morgenjoghurt? Weil mein Zucker niedrig war. Danach habe ich meine Brille geputzt. Jetzt sehe ich wunderbar. Was ist denn ein Frühjoghurt? Ein Frühstücksjoghurt, oder? Was ist denn das dann? Elsa schreibt hier als nächstes, morgen habe ich mit meiner mit meiner Mutter gesprochen oder so vielleicht. Dann Wessner ist wieder weg. Dann dieses Jahr machen wir viel Spaß. Oder haben wir viel Spaß? Dann Jesina. Ich wähle ein gutes Haus. Aha. Dann Khalid schreibt hier als nächstes. Hier, ich kann wegen Corona keine Arbeit finden. Und Millie, was soll ich euch erzählen? Ich habe einen tollen Film. Einen tollen Film findet auf Netflix, oder? Auf Netflix. Aha. Auf YouTube, auf Netflix. Dann, wann sollen wir uns treffen? Dann kommt Burak als nächstes. Meine Hände sind immer kalt. Ich suche nach ein paar wärmeren Händen gefunden habe. Nein, ich versuche, meine Hände zu wärmen. Dann kommt das nächste. Grüße Sie. Aha, ich habe ÖSD B2 bestanden. Oh, cool, Matze. Ja, super cool. Das ist ja genial. Super, dann nicht schlecht hier. Gratulation. Dann kommt das nächste hier. Ich habe einen Fehler gemacht, aber warum haben Sie gedacht, dass ich alles falsch gemacht habe? Alles. Kibrom, alles ist perfekt, aber du schreibst alles falsch. So, alles falsch gemacht habe. Dann Kekel, mir ist es peinlich, Kekel. Und Bashar, guten Abend. Kekel, zu diesem Thema kommt bald ein großes Video. Also ich habe viele vorbereitet, aber das ist noch nicht ganz fertig. Mir fehlt noch der Sound.
dann mir fällt es schwer zu denken, dass der Coronavirus noch da ist. Aha. Oder zu glauben. Dann, ich liebe diese Gruppe. Aha. Super. Dann das nächste, Nancy. Ich schaue einen Film an. Aha. Ich auch. Okay, verstanden. Okay, dann, jetzt ist es irgendwie zu schnell gegangen. Dann Schala, hallo, Servus und Amani. Genau, dann Badam der, mein Gott, dieser Name. Also ich nenne dich jetzt einfach Hotel. Dann gar nicht, okay, gar nicht was. Dann kommt das nächste, ich komme. Mhm. Dann Amal, ich muss morgen um 5 Uhr aufstehen. Und Rania, ich bleibe zu Hause wegen des Regens. Ich bleibe wegen des Regens zu Hause umdrehen. Aha, und Bashar schreibt hier, könnte ich mal ihr Telefon benutzen? Genau, dann Oluchi. Meine Freundin läuft mit ihrem Hund am Straßenrand entlang. Aha. Und Giam, hallo, Servus. Ich bin sehr glücklich und dankbar. Ich habe diesen Channel gefunden. Ich lerne Deutsch schneller. Schöne Grüße aus Österreich. Oh, cool, Giam. Dankeschön. Woher kommst du denn? Aus welchem Land bist du? Dann Kickel, Dankeschön. Aha. Also perfekt, kein Problem. Dann kommt als nächstes Jamila. Ich habe heute viel Schirr zu Hause gemacht. Aha, viele Sachen. Das war zum Beispiel Waschen, Putzen, Aufräumen und so weiter. Deshalb bin ich jetzt sehr müde. Also Sachen, du hast viele Sachen gemacht, Jamila. Dann das nächste. IT-Informatik, mein nachgedacht hat, aber... Genau, richtig, so kann man das auch sagen. Ziehen, nein, er hat sie gezogen. Dann, Gayan, hier, was für meine Reise nach Italien muss ich ein Flugticket buchen? Genau, muss ich noch ein Flugticket buchen? Blähungen und so, okay, alles klar. Dann kommt das Hotel, wie geht's? Ja, super geht's uns selber. Dann Gifty, guten Abend, Servus und Deborah. Guten Abend, wie geht's? Alles klar, dann Rania. Ich liebe es sicher. Ich liebe es sicher. Also kleines L bei Liebe, schreibst du ein kleines L, das ist ja ein Verb. Okay, dann ich werde mit meiner Mutter sprechen. Dann gute Nacht, Servus, tschüss, bis nächstes Mal einmal, gute Nacht. Dann Nebal, hallo, Servus und Branvera, hallo, was für ein Thema. Also das Thema sind typische Fehler. Okay, dann kommt das nächste nochmal. Herr Alex, könnten Sie mir bitte mit dem Thema Adjektivdeklination live machen? Ja, kann ich machen, kein Problem. Das ist ziemlich schwer. Das können wir ja vielleicht mal morgen oder am Sonntag oder so machen. Kein Problem, alles gut. Rana, kein Problem. Dann Nancy, ich räume das Wohnzimmer auf. Und dann kommt Biljana. Ich liebe auch, sehr toll ist hier. Ah, ich liebe es auch, es ist sehr toll hier. Dankeschön. Dann Magda, ja, ich mag das eigentlich auch total. Dann das nächste, hallo, wo sind Sie? Ich warte seit einer Stunde, Magda, seit einer Stunde. Dann kommt Oluchi. Momentan bin ich ganz sicher, dass ich meine B2-Prüfung bestehen kann. Ha, und Mehari, hallo, Servus. Dann kommt als nächstes Abdirahman, Blähungen und Völlegefühle. Ja, genau, typisch aus der Werbung. Dann das nächste, dann musst du deinen Magen aufräumen. Dann das nächste, Vesna, jedes Jahr fahre ich nach Opatija. Mhm. Dann Kekel, mein Mann hat mir einen Tee gebracht. Das ist ja jetzt voll cool. Du lernst immer und dein Mann muss dir jedes Mal Tee machen, oder Kekel? Ja, das ist gut erzogen, würde ich mal sagen. Dann, sympathischer Mann, dann, genau, ah, super, also das Hotel schreibt mir wieder und Yesim, hallo, dann IT-Informatiker, ich liege auf dem Sofa, ich lege, dann danke, bitteschön, dann kommt das nächste hier, ich habe einen tollen Film auf Netflix gefunden. Er heißt etwas. Aha. Genau, er heißt etwas. Oder der etwas heißt, kann man auch sagen. Dann Bettina. Das Wetter war ungefährlich. Es ist, was war gefährlich? Es war stark windig und es hat geregnet. Aha. Oder es war sehr windig, kann es auch sagen. Stark windig ist komisch. Du sagst, es gibt einen starken Wind, aber es war sehr windig. Dann darf ich reinkommen und Bashar.
Der Lehrer erklärt uns den Akkusativ. Ha, und Janet, hallo. Dann guten Abend. Dann Oloji. Meinen Mann hat 10 Stück Kleidung gekauft. 10 Kleidungsstücke. Kleidungsstück. Oloji, Kleidungsstück. Kleidungsstücke. Gekauft. Aha. Und Niamat schreibt hier, das ist keine Briefmarke. Aha. Dann Kekel als Belohnung. Genau. Ah, super. Und Goodness. Heute ist das Wetter nicht so schön. Aha. Dann Sorge schreibt hier, machen. Dann das nächste. Burak, ich gebe eine Reportage einem netten Journalisten. Ich gebe einem netten Journalisten ein Interview oder eine Reportage. Okay. Dann Nela schreibt hier, wenn mir an den Füßen kalt ist, versuche ich irgendwas. Okay. Mich einfach zu bewegen. Ja, das mache ich auch immer. Hallo, Said. Dann kommt das nächste Vesner. Letzten Monat habe ich mit viel Interesse ein Buch gelesen. Aha. Und Priyanka schreibt das nächste. Hallo, schönen guten Abend. Hier, ich bin wieder da. Leider bin ich ein bisschen spät gekommen. Ja, kein Problem. Gekommen, nicht angekommen. Gekommen. Dann Nebal, ich fliege. Ich liege auf dem Bett, genau. Entschuldigung. Und Mesume schreibt hier, hallo, guten Abend und Biljana, dann dein Mann ist jetzt reich und bereit. Ja? Bereits, ist jetzt bereits reich, so rum ist vielleicht besser. Dann kommt das nächste, Deborah. Hier, können Sie bitte ein Buch für C1 empfehlen? Ja, kann ich machen, aber nicht jetzt. Also du kannst ja mal einen Kommentar schreiben, Deborah, und dann kann ich es dir unten reinkopieren. Okay, dann Hotel, genau, super. Dann kommt das nächste. Editha schreibt hier als nächstes. Wo sind wir? Dann hier, nee, Marek. Heute habe ich einen starken Windstoß überlebt. Aha, und Mareto. Wegen des schlechten Wetters war ich heute die ganze Zeit zu Hause. Aha, so kann man das auch sagen. Und Yesim schreibt hier, deine Präsentation gefällt mir. Das ist super. Dann Rania. Hier, leider kann ich nächste Woche nicht in den Deutschkurs kommen oder zum Deutschkurs, kann es auch sagen. Und Samuel, gut, ja, und Nancy, der Brief ist für mich schwer. Oder Briefe schreiben, kann es auch sagen. Dann, Sie sind echt ein toller Mann, dass Sie in Ihrer Freizeit wegen oder für uns kaputt machen. Nein. Danke vielmals, dass Sie sich kaputt machen. Nein, ich mache mich nicht kaputt. Das ist auch mein Hobby eigentlich. Dann, wie kann man etwas für Sie ein Geschenk schicken? Keine Ahnung. Du musst mir kein Geschenk schicken, aber du kannst unten auf dieses komische Dollarzeichen gehen. Dann kannst du mir irgendwas schenken. Aber das muss gar nicht sein, Gajan. Dann kommt das nächste. Ich komme von den Philippinen. Ich interessiere mich dafür, Deutsch zu lernen. Ich spreche und schreibe ein bisschen. Liebe Grüße aus Österreich. Gern kommt aus den Philippinen. Ich kann manchmal bei den Namen kann ich überhaupt nicht erkennen, woher die Leute kommen. Dann bin ich immer so, oh wow, cool. Also Philippinen, alles gut. Dann Bashar, ich sehe gerade. Aha. Dann Elsa, ich finde, dass in den meisten Ländern Europas kein Geld wechseln muss. Ich finde es toll, dass man in den meisten Ländern Europas kein Geld wechseln muss. Ja, genau. Und in manchen Ländern, du kannst auch mit Euro bezahlen und kriegst das andere Geld zurück. Das funktioniert auch gut. Dann kommt das nächste, Julia. Ich finde es schade, dass wir zurzeit nicht reisen können. Na, wir können bestimmt bald wieder reisen. Dann, ich muss schlafen, weil ich morgen früh in die Arbeit muss. Ja, und Nancy, ich sitze auf dem Boden. Ja, und Burak, in München wird Hochdeutsch gesprochen. Ja, kommt auf die Leute drauf an. Dann verkaufen sie mir ihren Kanal. Hast du keine Chance. Aber du kannst ja gerne mit Deutsch üben, wenn du Lust hast. Und dann kannst du mir für 580 Millionen kannst du ihn kaufen. Dann Richard. Hier, ich bekomme Kopfschmerzen, wenn ich zu viel Wein trinke. Und Edita, ich interessiere mich für Sport, aber in letzter Zeit habe ich keine Zeit dafür. Dann kommt das nächste. Wie alt sind Sie? Privat. Dann das nächste. Soban schreibt hier, Sie sind ein netter Lehrer. Dann Wessner. Im Jahr 2020 ist der Coronavirus gekommen. Und Millie,
Welche klingt besser? Ich habe eine tolle Serie gesehen oder angeschaut? Beide. Gesehen klingt ein bisschen offizieller, Milli, und angeschaut ist ein bisschen weniger offiziell. Dann stolz auf oder auf? Ich bin stolz auf dich, IT-Informatiker. Dann Nurjan, hallo, guten Abend. Wie geht's? Und Mreto, hallo, guten Abend. Der Brief. Okay, ein Brief. Dann, was ist das hier? Nancy schreibt das hier. Dann, wo gibt es in der Nähe ein schönes Restaurant? Ein schönes geöffnetes Restaurant ist die Frage. Dann können Sie mir bitte Bescheid sagen, wann Sie mit dem Unterricht angefangen haben. Heute ein bisschen spät, heute gegen 10, aber normalerweise gegen 21.30 Uhr, also zum Beispiel morgen wieder. Wir machen nur am Samstag zurzeit immer eine Pause. Dann die Corona-Maßnahmen sorgen bei vielen Menschen für Unmut, ja, kann man so sagen. Dann Rania, das Hemd ist neben der blauen Hose, genau. Und Shams schreibt hier, oh cool, wow, das ist ja super cool, dankeschön. Wow, danke Gajan, danke sehr, das ist ein großer, großer, fetter Kaffee morgen. Das ist aber nett, danke. Dann IT-Informatiker, meine Freundin hat schon ein privates Like gemacht. Aha. Ich bin stolz auf Sie. Perfekt. Aha. Sehr gut. Dann kommt das nächste hier. Wow, cool. Danke, Gajan. Super, danke schön. Mhm. Dann, Herr Lehrer, wenn Sie den Kanal verkaufen, was ist dann mit uns? Ja, der wird nicht verkauft. Glaubst du, ich verkaufe jetzt den Kanal oder was? Dann können wir ja nicht mehr weiter üben. Ist doch Quatsch. So. Dann geht's weiter. Außerdem gibt's ja auch noch einen zweiten Song. Dann, ich bin mir sicher, dass die meisten Menschen sich nicht mehr gegen Coronavirus schützen müssen. Aha, okay. Dann kommt der nächste hier, Seni. Gott segne Herrn Alex. Dankeschön. Segne Herrn Akkusativ. Das ist Enddeklination. Dann Jesina. Ich lebe ein Jahr in Deutschland, aber ich kann nicht gut sprechen und Deutsch schreiben. Du musst Freunde suchen, Jesina. Du musst unbedingt deutsche Freunde suchen, dann wird es viel, viel schneller und besser gut. Mhm. Dann kommt der nächste, Jamila. Mohammed hilft seinem Freund nicht, er bleibt lieber zu Hause. Aha. Und Media schreibt hier, hallo, vielen Dank, ja, bitteschön, dann Burak. Er raucht nicht, deswegen ist er stolz darauf. Nee, darauf ist er stolz oder so etwas. Oder deswegen ist er stolz auf sich. Ha, dann Hotel, ja genau, Prost. Dann das nächste. Hier kommt Songül, ja genau, Smile. Dann, was ist das hier? Was die, aber manche Leute verkaufen Songül, da kannst du echt viel Geld dafür kriegen. Dann Mesume, hallo, wie geht es Ihnen? Ja, super, und selber? Dann Julia, ich möchte gerne wissen, aus welchem Bundesland Sie sind. Ich aus Bayern. Dann das nächste, Wessner. Hier, die Arbeit ist sehr wichtig. Woher kommst du, Julia? Dann, die Arbeit ist sehr wichtig, um das Geld zu verdienen und die Sachen zu kaufen. Ja, und Sachen zu kaufen. Dann, wie geht es Ihnen? Aha, dann kommt das nächste, Mohammed. Ich habe einen Online-Kurs. Aha. Was? Wer hat einen Online-Kurs? Haben Sie einen Online-Kurs? Ja, aber der ist ein bisschen teuer und das ist nicht meiner. Aber du kannst mir einfach irgendwann mal schreiben, aber mache ich nicht so oft. Dann 100 Likes, cool. Ja, ja, genau, super, dankeschön. Dann Sheila schreibt hier, hallo. Dann hier. Ja, dankeschön, Gajan, das finde ich super gut. Wunderbar, wegen deinem Unterricht. Aha, ich bin sehr dankbar für deinen Unterricht. Dann, ich werde meiner Nachbarin helfen, wenn sie mich braucht. Aha. Also nochmal, ich werde meiner Nachbarin helfen, wenn sie mich braucht, wenn es eine Frau ist, eine. Und ich werde meinen Nachbarn helfen, wenn sie mich brauchen. Und sie klein. Richard, okay? Dann Rania, ich möchte eine klare Antwort haben. Ha? Dann Narges, aha. Guten Abend, hallo, servus. Und Mereto schreibt hier, ich werde mich bei Ihnen bedanken für den Unterricht. Ich werde mich bei Ihnen für den Unterricht bedanken. Umdrehen. Dann kommt der nächste, Wail. Mit Hoffnung und Geduld ist alles möglich. Ja, genau, richtig. Dann kommt das nächste, kann man schon den... Ja, ja, ich glaube, manche Leute machen das. Also ich mache das nicht, aber man kann so etwas verkaufen. Wenn du einen Kunden findest, du kannst alles verkaufen. Und du kannst auch deine Schuhe verkaufen, Songül, aber dann hast du ja keine Schuhe mehr. Dann, ich hätte gerne einen Porsche
Ich treibe mit meiner Freundin hin und... Was? Nee, was ist das? Ich würde mit meiner Freundin hin und her fahren. So, klingt besser. Dann das nächste, Deborah. Einem Jahr lerne ich Deutsch. Ich möchte wissen, seit einem Jahr lerne ich Deutsch. Muttersprache. Ja, C2 ist Muttersprache, Deborah. Das ist Muttersprache. Ich möchte wissen, Wissenschaft und so. Dann das nächste, die Corona-Weile mit keiner Arbeit ist richtig sauer. Ja, es ist die Corona-Zeit, nicht Weile. Dann Burak, wie können Sie Fremdsprachen lernen? Können Sie uns einen Tipp geben? Ich lese. Also Burak, für mich das Einfachste, für mich ist immer mit Büchern. Also ich mache das sehr, sehr, sehr traditionell mit langweiligen Übungen und Büchern. Also ich habe immer so gelernt und ich mag das. Und ich kann einfach viel Zeit damit verbringen. Das muss Spaß machen, sonst geht das nicht. Dann, Jamila, warten Sie auf den Zug nach Berlin? Aha, oder Sie warten auf den Zug nach Berlin, kannst du auch sagen. So oder so. Dann, Sie haben aber nicht so einen starken bayerischen Akzent. Nee, nicht hier. Nicht alle Leute in Bayern sprechen mit Dialekt. Okay, oder im Dialekt. Dann, Bruder, Türkei, hallo, Türkisch, hallo, Servus. Dann, Vesna. Hier gibt es auch viele Hotel, hier gibt es viele Leute aus der Türkei und aus Aserbaidschan. Dann, wir warten auf das Ende des Virus. Wir warten auf das Ende des Virus. Dann, Julia, bayerisch, genau, bayerischen. Dann, Songül, genau, Smile. Dann kommt das nächste. Jonas schreibt hier, ich bin Jonas aus Marokko, 23 Jahre alt. Ich habe ein deutsches Sprachzertifikat B2. Und einen Bachelor im Bereich Automechanik. Haben Sie eine Idee im Bereich? Ich bin ja kein Mechaniker, ich bin ein Lehrer. Aber normalerweise kannst du dich bewerben. Solche Jobs gibt es normalerweise oft, aber im Moment ist alles ein bisschen so kaputt, Jonas. Dann, mir ist es egal, was du machst. Dann, Nurjan kommt als nächstes hier. Hier, Sie sehen wieder schick aus. Dankeschön. Vor allem, oh ja. Danke sehr. Ja, die Farbe ist cool. Dankeschön. Dann Jesina. Heute, das Wetter ist nicht so gut. Nein, heute ist das Wetter so ein bisschen katastrophal. Liegt das Buch auf dem Tisch? Nein, andersrum. Das Buch liegt auf dem Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Dann kommt Bodak als nächstes. Dann kommt Rania. Ich kaufe bei Kaufland mehr als bei Netto. Genau. Dann das nächste. Mir gefällt der Gra. Was ist Gra? Dann Mohammed schreibt hier, hallo, Servus und Nages. Was bedeutet Al-Siem? An-Se-Siliem? Verstehe ich nicht. Dieses Wort verstehe ich nicht so ganz. Ansehen kenne ich, okay? Dann wann können wir diese Wörter benutzen? Also ich kenne diese Wörter nicht, deswegen kann ich die Wörter auch, glaube ich, nicht benutzen. Dann langweilige Übung. Wer schreibt das, Amani? Dann hier, Nancy schreibt hier als nächstes. Okay, danke schön für die Hilfe und gute Nacht. Tschüss, Nancy, bis morgen. Dann Mohammed schreibt hier, Smile. Dann das nächste, Josef. Nachdem ich was gegessen habe, trinke ich Tee. Etwas gegessen habe. Josef, sag immer, nachdem ich etwas gegessen habe. Weil sonst klingt das ein bisschen so komisch. Dann IT-Informatiker schreibt hier als nächstes. Ich suche weit und breit hin und zurück auf der Welt. Auf der Welt mit E, aber kein Schwein ist da. Kein Schwein ist da. Und Eskaber, guten Abend, hallo, Servus und Kickel. Bei uns war es heute sehr wenig. Ja, heute Morgen, das Erste, was ich gesehen habe, ist, dass meine Stühle von links nach rechts über den Balkon geflogen sind. Das fand ich echt uncool. Dann, ich nehme am Unterricht teil. Ich nehme am Unterricht teil, so man, am Unterricht. Dann, Gayan, während des Lockdowns bin ich immer zu Hause geblieben. Und Nurjan, mir ist kalt seit ein paar Tagen. Seit ein paar Tagen kalt. Mir ist seit ein paar Tagen kalt. Dann kommt Bashar. Ich schreibe Ihnen die E-Mail, weil ich einen deutschen Sprachkurs finden möchte. Genau, mach das mal.
Dann bla 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 bla. Was kommt hier? Milli, es ist nicht ohne Grund, dass dieser Kanal so erfolgreich geworden ist. Wir haben den nettesten Lehrer auf der Welt. Oh, danke schön, Milli. Den Akkusativ. haben immer mit Akkusativ. Und Flora, hallo, servus, guten Abend. Dann bitte benimm dich, benimm dich. Also das benimm dich. Ja, das hoffe ich doch mal. Dann Binyam, hallo, guten Abend. Dann Biljana schreibt hier, ich mag gerne Fahrrad fahren, wenn ich Zeit habe. Oder ich gehe gerne spazieren. Ihr Kanal ist privat, nicht zu verkaufen. Nein, dieser Kanal ist privat und nicht zu verkaufen. Nicht zu verkaufen. Nicht zu verkaufen. Und dann das nächste, Kerpe. Oh, Kerpe ist auch mal wieder da. Guten Abend allerseits. Noch mehr Povolindu. Dann, hallo, Pozdrav oder sowas, das ist, was ist das, Kroatisch oder so. Dann kommt das nächste, bla bla bla, Magojata, oh, Magojata ist auch da, hallo, guten Abend. Dann das nächste hier, Oluchi, was ist wieder weg? Dann, ich weiß nicht München, aber ich will einmal sehen. Ah, ich kenne München nicht, Khalid, ich kenne München nicht. Ja, München ist cool, aber nicht im Moment. Im Moment ist München ein bisschen tot. Dann das nächste. Mir ist gut zuverlässige. Ah, ich brauche zuverlässige Freunde. Dann, mein Leben ist langweilig, Rania. Nein. Dann, man kann immer irgendwas machen. Jetzt kannst du zum Beispiel Deutsch lernen oder irgendeine andere Sprache. Dann das nächste. Hier, Jamila. Ich habe ein schönes Kleid und neue Schuhe gekauft. Weil letzte Woche meine Freundin Geburtstag hat. Ah, weil meine Freundin letzte Woche Geburtstag hatte. Und Mary, hallo, guten Abend. Muss mal schnell was trinken, sonst geht das gar nicht. Dann Wessner, ich bin spät gekommen, weil ich zu lange geschlafen habe. Und Nurja Kerpe, ah, schön dich zu sehen. Ja, genau, das sehe ich auch so. Und Munir ist auch mal wieder da. Hallo, hallo. Leider habe ich nicht von Anfang an teilgenommen. Kannst du morgen machen, alles gut. Dann, ich mag das kälte Wetter überhaupt nicht. Ja, ich auch nicht. Das ist richtig widerlich. Dann Berkay, hallo, servus. Man sagt, ich kenne das Wort nicht. Oder ich weiß, nein, ich kenne das Wort nicht. Ich weiß, naja, beides eigentlich. Ich kenne das Wort nicht. Ich habe es nicht gehört. Ich weiß das Wort nicht. Ich weiß das Wort nicht, das sagt man immer in der Schule. Also zum Beispiel, wenn du Vokabeln hast, ich weiß dieses Wort jetzt nicht, aber ich kenne das Wort nicht, ich habe das noch nie gehört. Okay? Also beides, aber normalerweise kenne ist besser. Dann Julia, darf ich wissen, wie Sie mit dem Vornamen heißen? Ich, Alex. Dann das nächste, Jesina. Ich liebe Haustiere, zum Beispiel Hunde und Katzen. Zum Beispiel, dann geht's weiter. Gajan schreibt hier, in der Schweiz war den ganzen Tag auch starker Wind. Also in der Schweiz ging den ganzen Tag auch starker Wind oder ein starker Wind. Also gab es einen starken Wind oder war es sehr windig? Okay, nicht mischen. Schön, dich zu sehen. Genau, dann zufrieden mit der Arbeit. Ups, was ist das hier? Jetzt habe ich die Hälfte gerade nicht gesehen. Dann SKB, mir ist richtig, nein, die Übung ist wichtig. Dann, wie geht es Ihnen? Gut, okay. Dann Binyam schreibt hier, sorry, was ist das Thema? Was ist das Thema? Typische Fehler. So, jetzt nehmen wir uns einfach mal einen ganz anderen vor. Ich würde gerne nach München reisen. So, Leute, Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. Schauen wir mal, was es sonst noch da so gibt. Ich habe so eine ganz lange Liste. Zum Beispiel, ihr kennt bestimmt alle den Ausdruck, ich bin zum Beispiel 30 geworden. Ha? Das heißt, ich hatte Geburtstag und ich bin 30 Jahre alt geworden. Ha? Oder ich wurde 30. Dann, was ist das da, Jamila? Ich mag sowohl Gummibärchen als auch Schokolade. Ja, ich auch. Dann das nächste hier. IT-Informatiker schreibt hier, in der Nacht wechsle ich mich im Bett mit meiner Katze ab. Aha. Dann das nächste, Jesina. Ich werde meine Katze berühren, aha, oder anfassen. Mhm. Dann seit gestern gibt es auch sehr starken Wind bei dir. Ah, okay.
bei mir. Gibt es hier auch sehr starken Wind? Gibt es. Dann Bashar, ich kaufe das Auto oder dir ein Auto. Danke. Dann ich bin nicht mehr böse. Aha. Dann das nächste, Mesume schreibt hier, ich möchte eine Ausbildung machen und kicke. Ich bin Oma geworden. Oh, cool, Gratulation. Also wenn es kein Beispiel war. Dann bitte, ich möchte wissen, ob Sie jeden Tag kommen. Ja, ja, also goodness. Normalerweise jeden Tag, aber nicht am Samstag. Manchmal auch am Freitag nicht. Aber morgen ja, aber normalerweise immer abends. Ja, manchmal auch am Wochenende untertags oder so, aber das kommt immer ein bisschen auf den Tag drauf an. Im Moment ist es immer 21.30 Uhr. Dann, hallo Mandera, ich habe 2 Wochen Urlaub. Ich habe einen BMW gekauft. Cool, Gulam, super. Dann, IT-Informatiker, was ist der Plural von Kätzchen? Ein Kätzchen, 2 Kätzchen. Das ist aber ein Schaf hier. Dann das nächste. Also Chen ist immer Chen. Ein Mädchen, 2 Mädchen, ein Kätzchen, 2 Kätzchen, Kätzchen, 2 Hühnchen, 2 Hündchen, 2 Hähnchen, was weiß ich. Dann, er wird morgen zu mir kommen. Aha. Dann, Munir schreibt hier, so ein Zufall, letzten Januar bin ich 30 Jahre alt geworden. Ah, cool. Genau, dann Songül, ja, vor ein paar Wochen. Aha. Und Burak, zum Beispiel habe ich heute meinen Geburtstag, ich bin bald 30 Jahre alt. Aha. Genau, ich werde bald 30 Jahre alt. Ich werde bald 30 Jahre alt. Liebe das Kätzchen, okay, dann kommt das nächste, Goodness, danke, okay, dann schön dich kennenzulernen, schön dich kennenzulernen, aha. Und das nächste hier, Nurcan schreibt hier, Kekel, wie schön, Gratulation, ja, das sehe ich auch so, dann geht's weiter, was ist das da? Bla, 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 das ist nochmal der Link zu dem Ganzen hier, dann schreibt hier, ah, Moment, was ist das da hier, Sina? Heute kaufe ich online ein Kleid. Es war ein bisschen teuer. Songül, Pfizer. Was? Okay, ach so, das ist diese Impfung da. Okay, dann das nächste. Hier, Sheila schreibt hier, wir leiden alle nun unter den Nebenwirkungen des Virus. Ja, das sehe ich auch so. Dann, ich liebe 2 Kätzchen. Okay, dann das nächste. Hallihallo, hallo Bartek. Sie stellte fest, ihre Pflanzen haben bei Ihnen ein gutes Leben. Weil sie inzwischen so groß sind, passen sie nicht mal in ihre Wohnung, sich in den Wald verwandeln. Ja, auf der anderen Seite, Bartek, das Ding ist riesengroß. Das Teil ist so groß wie mein Sofa. Also das ist so ein Monster auf der anderen Seite. Das ist ganz groß. Die fühlen sich hier super wohl. Und die dritte Pflanze, die ist, ich weiß nicht, so über 2 Meter groß. Viel größer als ich. dann das nächste. Was ist der Unterschied zwischen werden und würden? Also werden ist der Infinitiv oder das Futur und oder auch das Präsens manchmal und würden ist Konjunktiv 2, Shakur. Verstanden? Dann geht's weiter, Rania. Die Sonne scheint schön, aber nicht jetzt. Dann vor 3 Jahren bin ich Oma geworden. Genau, super. Dann kommt das nächste hier. Abbas schreibt hier, ich habe eine Hyäne geschlagen. Echt? Eine Hyäne. Dann mit E, dann, also hinten, dann das nächste, Branvera, ich bin müde, gute Nacht, tschüss, bis morgen, Branvera, dann geht's weiter, Margushata, okay, ich bekomme morgen meine Impfung, echt? Ich habe mich da angemeldet, aber keiner hat mir geschrieben. Lehrer sind nicht wichtig. Dann das nächste, Gulam. Gute Nacht, ich muss schlafen. Danke für die Hilfe, wie immer. Ja, kein Problem. Dann kommt Wessner. Ich habe das Fleisch und das Gemüse gekauft, damit ich am Mittag kochen kann. Dann Parabaisch, genau. Dann alles gut. Dann super, das heißt alles Gute. Dann kommt Munir als nächstes. Was meinen Sie, 30 Jahre alt ist zu spät, um ein Studium an der Universität zu machen? Puh. Ja, arbeiten und studieren, beides gleichzeitig, Munir. Aber so richtig wie ein kleiner Student anfangen mit 18, ich weiß nicht. Also, es ist nie zu spät, aber vielleicht beides machen, dual studieren. Ich weiß nicht, ob es bei euch sowas gibt. Dann, wir leben in schwierigen Zeiten und wir müssen optimistisch bleiben. Denn es ist besser,
Denn es wird besser werden. Denn es wird besser werden. Ja, natürlich, Richard, das sehe ich auch so. Also Munir, wenn du mal Infos zu einer Uni brauchst, dann kannst du es mir sagen. Dann Delia schreibt hier, hallo, servus, guten Abend. Ich freue mich, Ihnen jedes Mal zuzuhören. Ah, cool. Ich bin bei A2 und ich lerne andere auf YouTube. Ah, okay, und ich lerne mehr auf YouTube. Mhm. Dann Magda schreibt hier, hallo, guten Abend. Je mehr ich Sie höre, desto besser lerne ich, desto besser, nicht besser, besser. Magda, besser. Dann kommt, das war bestimmt ein Tippfehler. Dann kommt, hier, mach's gut, gute Nacht, tschüss, viele Grüße, Binyam, gute Nacht. Dann das nächste, Armani. Ich bin letzte Woche nach München gefahren, schade, das sieht so traurig aus. Ja, im Moment, also Armani, normalerweise München ist cool, aber im Moment ist es ein bisschen traurig alles. Dann Kekel, ich dachte, du bist Oma geworden. Ah, okay, alles gut. Dann das nächste, Abdullah schreibt hier. Das ist sehr nett von Ihnen. Aha. Dann kommt kein Problem. Dann Songül. Morgen Jatta, ich überlege immer noch, ob ich es. Ja, einfach machen, kein Problem. Songül, du willst in Urlaub fliegen, also mach das einfach. Dann das nächste. Ich finde eine Online-Arbeit, Jesina. Ah, okay. Dann Eskaber schreibt hier, ich hatte in der Arbeit Post bekommen. Ah, dann und in den Wald können sich Tiere verschiedener Arten ansiedeln. Ah, und im Wald können oder in dem Wald, im Wald können sich Tiere verschiedener Art ansiedeln. Ja, ich glaube, auf meiner Pflanze siedeln sich hoffentlich nicht so viel an. Da schmeiße ich die raus. Dann das nächste. Wieso? Es wird alles gut. Ja, einfach machen, Sorge. Keine Angst. Einfach machen. Ich habe mich auch angemeldet, aber irgendwie darf ich noch nicht. Dann wegen des Virus haben viele Menschen ihren Job verloren. Dann kommt das nächste. Dann Ben, hallo, servus, guten Abend, wie geht's? Und Marcel, ich suche eine andere Wohnung zu mieten, aber hier in Nürnberg sind sie teuer. Ah, okay. Also ich suche eine andere Wohnung, die ich mieten kann, aber hier in bla 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 ist es teuer. Dann Margot, auf jeden Fall ist es besser, sich impfen zu lassen, als sich anzustecken. Als sich anzustecken, ja, das sehe ich auch so. Dann, aber weißt du schon, in Margot, in Deutschland sind alle Leute immer sehr kritisch für alles. Dann das nächste, Kerpe, was sprichst du? Portugiesisch. Kerpe spricht Portugiesisch, Kekel. Mhm. Aus Brasilien. Dann das nächste, Munir. Ich muss zuerst das beim Niveau C1 ankommen. Dann gebe ich Ihnen Bescheid. Ah, okay, kein Problem. Alles gut. Dann, was ist das da? Millie schreibt hier. Bitte sind diesen Sätze ähnlich. Warten für die wusste. Nochmal. Warten für dann wusste, wie es dann ausgegangen ist. Warten bis wir wissen. Ah, okay. Nein, warte. Bis wir wissen, wie es ausgegangen ist. Okay? So rum, Millie. Warte, bis wir wissen, wie es ausgegangen ist. Aha, genau, so lang. So passt es dann. Dann kommt das nächste, Editor. Es ist es ist dir zu verdanken, dass sie eine so tolle Arbeit machen. Ah, ich danke dir, dass du eine so tolle Arbeit machst. Oder ich danke Ihnen, dass Sie eine so gute Arbeit machen. Nicht mischen, sonst klingt das ein bisschen komisch. Aber danke, Dieter. Danke. Dann, hallo, Aziza. Ich möchte Deutsch lernen. Ja, dann mach einfach mit. Dann, Herr Lehrer, Sie sind wichtig als andere Leute. Er sieht nicht so aus, ich kriege gar keine Einladung. Dann, Mariam schreibt hier, mein netter Nachbar hat mir heute ein Buch geschenkt. Und Mohammed schreibt hier, ich lerne Deutsch. Willkommen und kleines L bitte. Das Buch liegt auf dem Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Und Jesina, ich mache gerne einen Kuchen oder so etwas. Dann Kerpe, ja genau, ich spreche Portugiesisch aus Brasilien. Aha, genau. Dann Munir, sagt man beim Niveau ankommen? Nee, du sagst
auf einem Niveau ankommen. Munir, auf einem Niveau ankommen. Dann, danke dir, Margoshata. Ich habe nicht gewusst, wie man schreiben muss, lassen oder kriegen. Ah, okay. Ah, du kannst auch Polnisch. Okay, alles gut. Dann, genau, perfekt. Dann das nächste Songel. Mir ist aufgefallen, ich habe morgen einen Friseurtermin. Ah, cool. Super, dann mit Maske. Dann 2016 wurden die deutsche Fußballmannschaft, 2016 hat die deutsche Fußballmannschaft, Schiller, hat die deutsche Fußballmannschaft den Blablabla gewonnen. Aha. Dann Jamila schreibt hier, ich frage, wann er nach Hause kommt. Aha. Dann, wie benutzt man wollen? Also zum Beispiel, er wolle No Limit. Du kannst sagen, er wolle das nicht machen. Er sagt, er wolle das nicht machen oder er denkt, er wolle es nicht machen. Mhm. Dann kommt Biljana. Ich habe dich gesucht, ob ich wollte wissen, wie es dir geht. Ich habe dich gesucht, weil ich wissen wollte, wie es dir geht. Dann kommt Marcel. Dankeschön. Gute Nacht. Tschüss, Marcel. Servus. Dann Rasan, hallo, ich wohne in Österreich. Ich wohne in Österreich, nicht im. Dann Escaber, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie allen, dass Sie uns alle respektieren. So klingt es besser. Dann Burak, absagen und ablehnen. Du hast einen Termin abgesagt, gecancelt. Und ablehnen ist so nein, danke. Okay? Also zuerst ablehnen und später dann nochmal absagen, wenn du ihn schon hast. Verstanden? Dann das nächste. Bashar, warum beantworten Sie meine Frage nicht? Bashar, schreib mal deine Frage. Ich habe gar nicht gesehen. Dann heute war es hier auch windig, aber es hat geregnet. Ja, bei mir auch. Katastrophe. Dann, das ist eine private Friseurin, brauchst du... Dann Jamila, ich sagte, dass ich keine Zeit haben würde. Letztes Mal, ich war bei einem Friseur, das war so ein Kind, der hatte so Angst, dass irgendwie die Polizei kommt. Der hat mir 5-mal erklärt, was seine Regel ist. Dann meine Mutter war bald 83 Jahre alt oder wird bald 83 Jahre alt. Ich bin ein bisschen traurig, weil ich nicht Geburtstag mit ihr feiern kann. Oh Gott. Dann den Kuchen kochen, ist Essen machen. Dann, das ist eine private Friseurin, man braucht keine Maske zu tragen. Okay, alles gut. Dann Richard, was ist das? Richard wieder weg. Dann Mreto hier. Ich habe versucht, dich anzurufen, aber die Leitung war bei dir schlecht. Genau, aha. Genau, so kann man das sagen. So, dann nochmal hier der Link. So, Leute, wir gucken auf die Uhr. Es ist 23.23 Uhr. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt noch 7 Minuten und dann gehen wir alle ins Bett. So, also jeder schreibt noch 2, 3 Sätze und dann ist gut. Dann, wenn ich es gewusst hätte, würde ich ihn ablehnen. Hätte ich ihn abgelehnt. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich ihn abgelehnt. Hätte, oder würde, nicht mischen, sonst klingt es komisch. Dann, Jesina, heute, ich zahlen für 2 Monate die Miete. Ah, heute zahle. Dann, Munir, heute Morgen habe ich viele Sätze in mein Heft geschrieben. Unter anderem wegen Corona müssen die Fluggäste sich vielen Eingriffen am Flughafen unterziehen. Ja, genau, richtig. Richtig, aber du sagst in mein Heft. In mein Heft an die Wand auf die Tafel oder an die Tafel. Aha. Aber in mein Heft und im Internet. Dann Richard. Mir geht es gut, aber seit ich meine Impfung gemacht habe, habe ich schmerzende Schulter gehabt. Oder die ganze Zeit oder nur jetzt oder nur kurze Zeit? Also, das kommt drauf an. Mir geht es gut,
Aber als ich es gemacht habe oder seit ich es gemacht habe, das kommt ein bisschen auf den Sinn an, dann Margoshata schreibt hier, gerne, Gajan, ich habe die Impfung gekriegt, weil ich mich impfen lassen habe, nicht gelassen. Das ist ein Hilfsverb hier, Margoshata. Dann, ich hoffe, es ist richtig. Ja, alles außer GE ist richtig. Dann das Nächste. Leider muss ich feststellen, dass manche Dienstleistungen teuer geworden sind. Etwa ein Friseurbesuch. Echt? Naja, einfach ein bisschen weniger gehen. Dann Julia schreibt das Nächste. Es war schön mit euch, aber ich muss jetzt schlafen gehen. Gute Nacht. Schöne Träume. Dann, ja, im Ausland gehen nächstes Mal. Dann, das Internet bei mir ist auch ein bisschen langsam. Aha, und dann, es ist doch nötig, eine Maske zu tragen. Aha, wow, 23.23 Uhr. Ja, und Sheila, ich würde gerne ein C1, auf das C1-Niveau kommen. Aha, dann kommt das Nächste hier, Burak. Wenn ich viel Geld hätte, würde ich ein Haus kaufen. Aha. Ja, also so, Bartek, das muss man ein bisschen ignorieren. Dann das Nächste, sonst wirst du verrückt. Dann, ich habe meiner Tochter nicht gestern Abend, sondern heute Morgen vorgelesen. Dann Kerpe, Schatz, hallo, Servus, was ist das da? Esker schreibt hier. Haben Sie morgen arbeiten? Gehen Sie morgen zur Arbeit? Ja. Aha. Und David schreibt hier, für meinen Mann und meinen Sohn bin ich der Friseur oder die Friseurin. Die Friseurin. Da wieder. So, dann geht's weiter. Hier ist Serkan. Hallöchen. Ich habe mich bei der Volkshochschule angemeldet. Aha. Also, ich habe mich heute wieder bei der Volkshochschule angemeldet. Und Sheila? 2016 hatte die Blabla gewonnen. Ja, genau, richtig. Jetzt ist gut, Sheila. Gut. Dann geht's weiter. Rania schreibt hier, ich muss einen Brief schreiben. Aha. Und Songe, nach der Impfung bekommen habe, unser Personal ist krank geworden ein paar Tage. Oh Gott. Ist unser Personal ein paar Tage krank geworden. Aha. Und Aaron, hallo, Servus. Dann, hallo Songe, lange nicht gesehen, genau. Und Mohamed Shah schreibt hier, kann ich auch bitte Deutsch lernen? Ja, natürlich, Mohamed Shah, du kannst immer mit uns Deutsch lernen. Dann einfach nicht fragen, einfach mitmachen. Dann Aaron, hallo. Dann Gayan schreibt hier, ich hasse die Maske zu tragen und ich bin traurig wegen der Situation. Ja, ich auch. Das ist ziemlich katastrophal. Dann, was ist der Unterschied zwischen Nachholen und Aufholen? Nachholen ist etwas, was du nicht gemacht hast. Und du musst es noch machen. Das ist wie prendre encore parce que tu n'as pas encore fait. Und aufholen ist, die anderen sind schneller und du musst ein bisschen schneller arbeiten. Verstanden? Dann Ali schreibt hier, ich träume davon, gut Deutsch zu sprechen. Mhm. Dann Jesina schreibt hier, ich kaufe online bei Amazon zwei geile Jacken. Aha. Ey, das ist unhöflich. Dann das Nächste. Hallo. Hallo, Aaron. Hallo mit A. Dann das Nächste. Ich sah im Internet, wie eine Maus zu der anderen sagte, warte mal mit der Impfung. Erstmal sehen, wie es bei den Leuten wirkt. Eine Ratte hat das wahrscheinlich gesagt. Normalerweise sind wir Mäuse oder Ratten, die es ausprobieren müssen. Dann das Nächste. Er spielt dreimal pro Woche Fußball. Und Rania, ich bin in der Lage, Deutsch zu lernen. Ich bin in der Lage, Deutsch zu lernen. Und Burak, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich ihn abgelehnt. Warum Nebensatz fängt hätte an, warum nicht würde? Weil der erste Satz hätte hat. Also Burak, wenn du, wir können das mal gerne beim nächsten oder übernächsten Mal üben. Du sagst, wenn ich es machen würde, würde das und das passieren. Wenn ich es gemacht hätte, wäre das und das passiert. Oder wenn ich es gemacht hätte, hättest du es gesehen. Also du hast immer würde mit würde, hätte mit hätte, wäre mit wäre oder hätte mit wäre, wäre mit hätte, okay?
Das eine ist die mögliche Hypothese, würde und hätte und wäre es die unmögliche Hypothese, also geht nicht mehr, ist schon zu spät. Ja, dann kommt Amani. Ich bin, was ist das da? KKK MIDI, das ist das nächste, super, genau, dann No Limit. Seit ich Konjunktiv 1 lerne, sehe ich, dass der die Kernphysik wäre wahrscheinlich wäre genauso schwierig wie Germanistik. Nein, Konjunktiv 1 No Limit ist mega einfach. Das ist nur immer, das ist, wenn du hinten an einen Infinitiv, du machst das N weg und du hast den Konjunktiv 1 und das benutzt man nur bei er, sie, es und man. Und bei den anderen Formen benutzt du kein Konjunktiv 1, sondern entweder einfach nur den Infinitiv, also den Indikativ oder Konjunktiv 2. Oh, was ist denn das, Milli Hundekote? Na wunderbar. Dann, was ist denn das da? Hier, nächste Bartek. Ja, leider, man muss damit jetzt rechnen, dass manche Dienstleistungen in der heutigen Zeit immer teurer werden. Ja, einfach, was zu teuer wird, nicht mehr kaufen. Einfach so, Bartek. Dann Mohamed Shah, ich spiele gerne Fußball. Dann, ich hätte mit meinem Arbeitgeber gerne gesprochen. Bartek, es gibt auch sicher ein paar Dinge, die billiger werden. Und man kann ja auch einfach mal so ein bisschen ausprobieren. Also manche Sachen werden bestimmt auch billiger. Das war doch vor ein paar Jahren auch so mit der Elektronik. Ist billiger geworden, aber andere Sachen sind teurer geworden. So ist so ein bisschen egal. Das wird dann schon, irgendwann wird sich schon wieder einpendeln, so auf Normalität. Dann, ich hätte mit meinem Arbeitgeber gesprochen oder eine Besprechung gehabt. Dann, ja, das stimmt. Okay, was stimmt? Okay, das nächste hier. Hier, Burak, 2000 Mal danke für die Erklärung. Ja, kein Problem, alles gut. Burak, du kannst ja auch mal hier auf dem Kanal gucken, da gibt es viele Beispiele. Du gibst mal ein Konjunktiv, also longor.org und dann Konjunktiv 2. Also, da findest du viele, oder longor.org, wenn, oben eingeben und dann findest du viele Beispiele, dann kannst du noch ein bisschen weiter üben. Gajan, ja genau, es ist so bei den Leuten, man weiß nicht, was nachher passieren wird. Aha. Bei den Leuten. Bei den Leuten. Leuten. So, Dativ. Auf jeden Fall. Bei mir ist alles gut mit der Impfung. Ja, ich habe auch von ein paar Leuten gehört, also bei uns in der Schule, der Hausmeister und seine Frau sind geimpft worden. Und das ist alles gut. Da ist überhaupt nichts passiert. Alles gut. Dann das nächste, Salam, schreibt hier, was ist das da? Hallo Lehrer, ich habe bei DAD angemeldet, wissen Sie genau was? Nein, ich habe keine Ahnung von DAA, da musst du selber fragen. Ich habe keine Ahnung, weil das ist auch in jedem Bundesland anders, in jeder Stadt anders, ich habe keine Ahnung, sorry. Dann das nächste, Bartel, ich liege auf dem Sofa. Dann kommt, es stimmt, dass es viele Geschichten im Internet gibt. Ja, im Internet gibt es viele Geschichten über viele Dinge. Ihr seht schon, wie viele Verrückte manchmal auf unseren Kanal kommen. Und so viele Geschichten gibt es auch. Dann Milli. Ich habe dieses Wort in einem Park gesehen. Ja, Milli, super Wort. Das ist ganz offiziell. Dann das nächste. Meine Cousine in den USA. In den USA hat auch die Impfung gemacht und es war alles auch in Ordnung. Ja, genau. Dann, welches Thema wird morgen sein? Vielleicht machen wir Adjektive, vielleicht machen wir was anderes. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Was wollt ihr denn morgen machen? Wollen wir Adjektive üben? Dann, also, ihr Geceder, öret menim, also, önjim, oder? Wie heißt das, Kickel? Habe ich es richtig gesagt oder falsch? Dann das nächste. Hier. So. Das da hier. Hier, ich kenne viele Leute, die immer mit der, die immer Maske tragen, trotzdem haben sie mindestens 3 bis 5 Mal Corona angesteckt. Ich trage keine Maske. Ja, ich trage die normalerweise auch nicht. Habe sie Nieren. Ja, Munir, voilà même chose. Sauf quand il faut absolument à cause de la loi. Sinon, jamais. Dann, mais il y a des fous partout. So, dann das nächste. Mreto,
Ich danke dir für den Unterricht. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und bis nächstes Mal. Also Leute, dann würde ich sagen, bis nächstes Mal, bis morgen. Morgen ein bisschen früher. Heute war es ein bisschen spät, weil ich noch wohin musste. Also gute Nacht allerseits. Servus, jetzt muss ich ins Bett gehen. Genau, ich auch. Alle müssen jetzt, glaube ich, ins Bett gehen. So, jetzt ist es 23.35 Uhr. Gute Nacht allerseits. Wir haben 137 Likes und 99 Besucher. Alle gehen ins Bett. Was ist das da zum Beispiel? Was machen Sie beruflich? Ja, wir können morgen mal so etwas machen. Schau mal, wir können morgen ja eine Kombination machen, Rania. Mehrere Themen zusammen. Okay, das ist kein Problem. Zum Beispiel Adjektive plus etwas. Ja? So, also dann gute Nacht, Leute. Servus, bis morgen. Und wir hören uns. Und ja, bleiben Sie alle gesund. Genau so sehe ich das auch. Also, Iga Celer, gute Nacht. Servus, tschüss, Leute. Good night allerseits, boa noite und bis nächste. Laku Notch oder was war das? Dann wann beginnt der Unterricht ungefähr? Ungefähr 21.30 Uhr, 21.50 Uhr. Das weiß ich immer nicht so genau, weil ich muss immer davor Kaffee trinken gehen und dann dementsprechend. Also dann tschüss bis morgen, servus, gute Nacht und wir sehen uns morgen so gegen 9:30 Uhr. Aha. Dann, genau, super, Millie, es wird immer besser. Wir sammeln die Dinger. Also, so, dann bis dann. Tschüss, Leute. Servus, gute Nacht. Ciao allerseits und bis morgen. Smile und weg. Tschüss, Millie. Tschüss, Songül. Tschüss, Mohamed Shah. Burak, servus. Rania, gute Nacht. Amani. Servus, Ethiopia, Sister, tschüss, servus, gute Nacht, ciao, ciao. Margojata, allerseits, Masume, Hannibal, ciao, Munir, gute Nacht, bonne nuit und bis morgen, ciao, ciao, ich bin weg. Bis dann, tschüss. Gute Nacht, ciao, Kerpe.